Hallo liebe und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne. Wir machen weiter. Die Zutaten zu suchen. Ich glaube, ich werde mal gleich auf Bissbug. Ich wollte Bissbug. Oh, ich bin direkt richtig. Auch cool. Ja, ich möchte es herausziehen. Vitalkraut. Ein Pokémon steht aus dem großen Gras. Oh je. Wieder jemand. Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die Weiterentwicklung dann Gegner sein wird. Irgendwas von 100. Überlegen. Genau, ein bisschen Gras sammeln. Was schon. Geben nicht so viel XP, das ist nicht so. Ach nee, es fehlt noch eine Zutat. Ach Mist, es waren nicht drei, es waren vier. Ist hier weiter? Nee, das war's. Man da jetzt hin? Ach! Strauchler! Aha! Sehr schön. Das möchte ich ganz gerne beibringen. Ja, denn. Strauchler. Das werde ich definitiv jemand das beibringen. Ja, Wachstum dann weg. Wachstum, überall. Nein, ich wollte noch zurück. Ich wollte noch einen Supertrank auf mein kleines Evil M machen. Ich will jetzt schon überlegen, was ich dagegen herrsche. Brauche ich jetzt Evil M einfach nur mal so aus Spaß? Aber doch, lieber gleich der schön, dass wir das durchziehen. Gleich auf der Schwimm gehen. Okay. Das sieht hübsch aus. Aha. Hier kann man dann seine Evolution zu Volipogel weiterentwickeln. Wäre auch ein deutscher Name, ja? Volipogel. Alter, wenn das jetzt nicht alles war. Ich wusste, dass hier gar keine Pokémon kommen. Wo geht's denn jetzt weiter? Da geht's ja nicht. Da ging es doch jetzt nur. Ach, hier sind die Pokéball, ich hab noch gar nicht mal gehabt. Top-Beleber. Schön. Natürlich. Da muss ich jetzt alle Wege damit Bissbug abschüffeln. Nur um es hierher zu gehen. Ah, siehst du. Das sah mir doch auch schon so verdächtig aus. Ach so, nee. Nur normal. Das Item. Warte mal. Da rechts war, da ging es ja noch weiter, aber da war dieser Riesenstein. Ja. Ich glaube, Taurus kann den nicht wegmachen, oder? Nee, das kann er nicht machen. Jetzt komme ich hier gar nicht weiter. Hahaha. Aber nee, da war ja sonst weiter, glaube ich, nichts. Was fehlt denn jetzt noch? Steht's hier her? Mago Beere, die Wundersaat fehlt noch. Wo finde ich jetzt die Wundersaat? Da ging es ja auch nicht mehr groß weiter. Ach, ich und Sachen finden. Und der Weg da oben. Ah.
Und das ist jetzt halt, da habe ich doch schon geguckt gehabt, da bin ich doch schon lang gegangen. Da bin ich doch diese Treppe runtergesprungen. Aber okay, ich gehe da nochmal gucken, weil das wäre echt die einzige Richtung, wo ich jetzt kein wichtiges Item gefunden habe. Der sieht mir auch ein bisschen verdächtig aus hier. Ja, okay, habt ihr recht gehabt. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, dass es doch da sein kann. So, bla bla, bla bla. Prima, dann fange ich jetzt mal an zu kochen. Geh also bitte zum Eingang des Dschungels. Stimmt, wenn sie kocht, dann kommt das Herrscher-Pokémon. Irgendwie sowas. Ich heile ihn jetzt mal nicht. Bin da mal optimistisch, dass ich das auch so hinkriege. Oh AJ, jetzt wo du alle Zutaten beisammen hast, fehlt nur noch... Da sind wir auch schon. Hallo Maro, wie steht's? Ach, die anderen beiden. Bringen wir immer noch einen Kampfknochen und einen Steinknochen. Ich habe wie immer ein Tafelwasser und einen Beulenhelm mitgebracht. Tschüss, Körbe, ich danke euch. Also gut, AJ, es geht los. Ich koche jetzt das Gericht, das dem Herrscher hervorlockt. Wie wusste ich das jetzt nur? Gut, dann prüfen wir jetzt nochmal alle gesammelten Zutaten. Eine Magobeere, Mini-Pilz, Vitalkraut, Portion Wundersaat. Prima, so viel ist das Rezept verlangt. Dann kochen wir jetzt mal auf Spezialmenü. Das Aroma des Gerichts soll den Herrscher hervorlocken. Bist du bereit? Ja. Aber schön, dass man vorher nochmal gefragt wird. Okay, Tracy, dann kipp jetzt das Tafelwasser in den umgestülpten Beulenhelm. Klar doch, ich weiß Bescheid. Die Magobeere, der Mini-Pilz, das Vitalkraut und zum Schluss die Wundersaat. Rein mit allem. Kiawe, leih uns bitte mal den Kampfknochen und den Steinknochen. Okay. Los, AJ, starten wir jetzt bitte alles mit der... Den beiden Knochen klein, ja, nee, ist klar. Die schönen Sachen. Bitte, das muss ich jetzt echt. Da! Aggression rauslassen! Da. Hau drauf! Als müsste man mit Bluteffekten, ne, austauschen, das wäre so gut. Kräftig stampfen! Das wäre so gut. Mach Brei draus! Okay. Ein eigentümlicher Geruch breitet sich aus. Aus dem tiefsten des Dschungels ist ein mächtiger Aura zu spüren. Mamanti! Der Herrscher des Schattendschungels, Mantidea, ist hinter dir erschienen. Der Auftritt gerade! Das war so eine kleine Horrorfilm-Anspielung, ey. Manche der Herrscher greift an. So wird Luna später mal aussehen. Ja, 24, wir sind leicht überlevelt, passt schon. So, Feuerzahn. Ah, es ist schneller, dann machen wir gleich mit Tornado. Stimmt, dann irgendwie kleine Imantis. Formeo! Das Titten-Pokémon. Entschuldigung, aber... Bitte. Formeo überrascht mich jetzt. Ja, Synthese. Boah. Ich hasse es, wenn sie sich selber heilen können. Ist Formeo wieder selten? Ich kriege ständig die seltenen Pokémon. Ich bin jetzt hoffentlich schneller. Ey, wenn ich jetzt nicht schneller bin. Dann... Ja, gut. Schneller.
So, das war jetzt recht leicht mit einem Feuer-Pokémon. Es ist kein Floppe-Witz, das ist ein Witz, der dir ins Gesicht springt. Zwei Runde, die dir ins Gesicht springen. Ini ist ja echt gut bei ihm. Oh ja, bitte mach Sonntag. Verstärkt noch meine Feuerattacken, du hohle Nuss, ey. Okay, wenn das Ding nur jetzt aus den. Jetzt ist ja selber Feuer. Das wäre jetzt aber auch heftig gewesen, wenn Ding noch da gewesen wäre, meinte der. Dann Synthese, dann hätte es ja sich immer voll komplett aufgehalten. So. Ich will aber jetzt echt voll selber mal heilen. Ach, das kann ja Solarklinge. Unsinnige. Solarklinge ist mir noch neu. Aber vom Namen her kann ich mir vorstellen, dass wenn die Sonne scheint, dass das ganz schön draufhaut. Jetzt muss es Spaß. Das ist doch jetzt Feuer, dann mache ich mir doch Feuerattacken nicht mehr so viel aus, oder? Ja. Schreiben alle hatten Probleme bei der Prüfung und ich hier. Ich graue noch ein bisschen auf dem Formeo rum. Da hatte ich bei der Feuerprüfung echt mehr Probleme. Naja, kein Wasser-Pokémon. Ach, Solarkling ist exakt das gleiche wie Solarstrahl physisch. Dann ist das scheiße. Ich hasse Aufladeattacken. Hast du Wein gemacht, mein kleines Feuerkätzchen? Brav ist das schon. Du bist ja unheimlich stark, AJ. Nicht nur, dass du ziemlich Talent hast, nein, du bist auch noch äußerst kompetent. Na, vielen Dank. Einfach unglaublich, mit welcher Leichtigkeit du das Herrscher-Pokémon besänftigt hast. Ja, das stimmt diesmal. Im Wähler-Vulkanpark war es das gleiche. Dabei bin ich doch so stolz auf meinen Amphira. Ja, und Amphira, das ist auch so eine Sache. Auch meine mit Großhändler betrainierten Lusardin hatten keine Chance. Dann hast du jetzt alle drei Prüfungen auf Akala erfolgreich bestanden, nicht wahr? Dafür, dass du meine schwere Prüfung absolviert hast, möchte ich dir diese sagenhafte Belohnung überreichen. Yay, das Pflanzenzelt. Z-Teil. Prüfung bestanden, yay! Die Pose, um als Pflanzen-Pokémon die Zellkräfte rauszuholen, geht so. Pflanze! Ah ja, aufblüht. Das sah jetzt aber gerade aus als... Naja. Und da du meine Prüfung bestanden hast, würde ich mich freuen, wenn du fortan die Pokémon hier aus dem Schattendschungel trainierst, AJ. Und als kleine Starthilfe will ich dir gleich mal diese Nestbälle mit auf den Weg geben. Du brauchst echt keine Bälle kaufen in dem Spiel. Na sowas, manche Idee hat ja gar nicht alles aufgegessen. Ja, für Tracy, komm, gönnt euch eine Portion. Man dankt. Dankeschön. Ich glaube, das ist nicht so gut. Der Geschmack des Steinknochens entfaltet sich langsam. Das Essen schmilzt auf der Zunge. Nein, warte. Es ist meine Zunge, die hier schmilzt. Du meine Güte. Wasser. Das war zu scharf. Da wundert mich, dass das Manidea das überlebt hat. Was? Leute, was habt ihr denn auf einmal? Hey, bleibt hier. Was? Ihr geht's wegen der großen Prüfung alle zu Meiler? Ach, stimmt ja. Da war ja noch was. Hallo Kukui, heute mal nicht die Maske auf. Was hört sich falsch an? Oh, hier riecht's aber lecker. Hat Mao wieder ihr Spezialmenü gekocht? Du hast doch mal aus Prüfung gestanden, oder? Dann bekommst du jetzt ein Geschenk von mir. Und zwar nichts anderes als der Tim Schmalhorn. Das ist neu. Die garantiert dir einen Treffer.
Neue Erfahrungen und Entdeckungen sind das Salz in der Suppe des Lebens. Es gibt eine Einrichtung, die du auf deiner Insel Wanderschaft unbedingt anschauen solltest. Ich rede vom Dimensionsforschungsinstitut. Es ist nicht weit weg. Oder um es mit einem Attackennamen auszudrücken, es ist nur ein Funkensprung entfernt. Ah, ich hasse und liebe ihn gleichzeitig wie diese dummen Witze. Ah. Es ist ein Funkensprung entfernt. Ah. Ah, dieses Dimensionsforschungsding, wo wir nicht hoch durften. Meine Glückwunsch zur bestandenen dritten Prüfung von der Carla AJ. Als nächstes wartet die große Prüfung von Inselkönigin Myla auf dich. Myla ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Oh, Titus! Nein. Fuck. Granny! Scheiße. Das ist dumm mit dem... Vielleicht schaffe ich es. Doch, es vorher zum Wickeln, ist der Flugtyp, ist es weg. Myla ist eine Expertin für Gesteins-Pokémon. Wenn du ihr Team besiegen willst, würde dir eins der Pflanzen-Pokémon aus dem Schattendschungel... Ah, stimmt! Haha! Dafür habe ich jetzt dann Imantis, Luna. Stimmt. Sie ist doch neu, ich vergesse noch mal gerne. Ah, bis dann ist sie eine Mantidea. Schau am Dimensionsforschungsinstitut vorbei, wenn deine Vorbereitungen für die große Prüfung abgeschlossen sind, okay? Du musst einfach nur Route 6 folgen, um es zu finden. Frag Rot schon, falls du Hilfe brauchst. Ah. So. Schmalhorn, was ist das? Na, ja, was kann das? Stahl. Der Anwender durchbohrt das Ziel mit einem spitzen Horn. Dieser Trage trifft immer. Es war klar, dass ich dies nicht kann, weil keins meiner Pokémon auch noch ansatzweise Hörner hat. Juhu, der gute Inselkönig. Jetzt kann ich ja hier. Aha, was immer das war, hat mich nicht gekriegt. Du Trainer? Ja, du Trainer. Alola, ich bin Patz. Zeig mir doch mal deine Pokémon. Ich habe immer das Gefühl, diese Inselprüfungen, die standen im Folgen, das sind immer mit die längsten. Ach, guck. Der Ruf! Was war das? Was zur Hölle war das? Das war jetzt geil. Das hört sich fast schon richtig digital an. Wie cool ist das denn? Meine Junge, schon Level 28 hier. Angeberei, nein. Voll über Level mit ihm hier. Deine Pokémon sind so cool, ich weiß. Das sind auch meine. Akkulade redet, ja. Ich finde aber den Ruf einfach nur so geil. Irgendwie so. Ich will immer nach vorne. Merke dir genau diese Ruf. Er ist wichtig. Wieso das denn? Noch so egal. Lebenswürfel. Ja, ich habe jetzt Kopf. Ich komme da durch, ey. Sind die echt? Ja, die sind hier auf dem höheren Level schon die Pokémon. Ein Widerwilzen, Mantis. Er ist ein Bus. Es ist ein Käfer-Batterienbus. Es sind noch Trainer. Na, komm, schnell. Polyrö, für uns Wanderer entscheidet die Größe des Rucksacks und die Stärke eines Trainers. Aha. Immer diese Leute mit dem. Mit den Größen. Der Oliver. Pampuli. Mäh. Hätte eigentlich Luna besser gepasst. Egal. Und das ist jetzt Boden. Ja. Das tut mir nicht so sehr weh. Größe ist halt doch wichtig. Ja. Ey, mein Evil M ist klein. Und das macht es trotzdem. Andere Putsch.
Da passt. Da ist ein bisschen nicht wissen. Auch wenn der Heilungseffekt ist ja. Für den Arsch. Weil ihr meintet, ich habe jetzt zu sehr Angst, Luna einzuwechseln, weil sie würde, glaube ich, nach so einer Dampfwalze kaputt gehen. Dann mache ich lieber Titus rein. Also braucht der Chimp einen Rucksack, der nur von einem Weilmeer getragen werden kann. Sehr gut. Ja, natürlich macht es jetzt keine Dampfwalze mehr. Vollpfosten. So, gut gegangen. Hast du meinen riesen Rucksack nicht gesehen? Ich hätte gewinnen müssen, Alter. Hör auf damit. Kannst du nicht bringen. Oh je. Wommelchen hat... falsches Ding. Hat ein Staubfleckchen. Und dieses kleine Ding hier irgendwo zu streicheln, ist echt nicht leicht. Das müssen wir auch mal ein bisschen wieder. Vor allem bei Rucksack ist halt dieses eine Wort schon beinhaltet, was mir gerade den ganzen Tag durch den Kopf stößt. Beziehungsweise woran man da immer gerne denkt und man sagt, die Größe ist wichtig. Also manchmal. So. Aber ich denke, ich werde jetzt die Folge beenden. Das ist wieder bei 22 Minuten. Ich werde halt eben nur eben schon Items aufsammeln und Trainer kaputt machen. Ist jetzt nichts Überlebenswichtiges, was man hier sehen sollte. Also, liebes YouTube, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage, bis denn dann.